Es freut mich, euch bei Live After Essay begrüßen zu dürfen. Die Idee von dem Ganzen, wieso dass wir heute zusammenkommen, ist, damit wir Stimmen, Einblick, Ideen hören von sowohl ehemaligen Studierenden wie auch aktuellen Studierenden, was ihr seht auf eurem Weg, was ihr erlebt habt oder was ihr wichtig findet. Es geht darum, dass Leute, die sich auf dem Weg machen oder schon auf dem Weg sind, einen Einblick oder eine Idee bekommen, wie dass man eine Strategie anlegen könnte oder irgendetwas machen. Wir hoffen, dass man heute irgendwie vielleicht die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen könnte, dass jemand, der halt das noch nicht macht oder mit drin ist, eine Idee hat, wie dass man vorgehen könnte. Und ich würde gerade als erstes mal mich schnell selber vorstellen. Ich bin Roman Frischknecht. Und ich bin da an der SAE am Arbeiten und habe die SAE auch mal gemacht, vor langer Zeit. Und dann würde ich natürlich unsere Gäste aus dem Audiobereich heute vorstellen. Und das wären als erstes mal Carmen Fink. Und Carmen Fink, schnell, dass ihr wisst, was sie so macht und wo sie unterwegs ist. Du bist selbstständig als Audioingenieur unterwegs, hast unter anderem Projektarbeit gemacht für Helvetia Rockt. Und bist unterwegs ebenfalls bei Hörspielprojekten, die du mit Primarklassen machst. Du bist Dozentin an der SAE und du bist ehemalige Moderationsleiterin und Radioredaktorin. Stimmt das? Ja. Und dann so natürlich noch Sängerin. Also von dort her kenne ich dich vor allem. Dann haben wir den Amschler Hendrik oder Hendrik Amschler. Du bist selbstständiger Produzent im Bereich Hip-Hop und Pop und unter anderem für Künstler verantwortlich wie den Loco Escrito, Mimix oder den Zion. Dann haben wir Tummler Nicole und du bist aktuell da Studentin an der SAE. Du arbeitest im Moment beim Lasse Nipkow, wer ihn nicht kennt, er ist einer der führenden Köpfe in 3D-Audio. Du bist bei ihm als Assistentin. Und dann aber auch die DJ'n im Bereich Techno und machst selber auch noch experimentelle Musik. Dann haben wir den Kelemin Sultan. Du bist Musikproduzent im elektronischen Bereich und selbstständig als Tontechniker unterwegs in Live und Studio. Und dann haben wir noch als letztes Drucker Miriam. Du bist Produzentin in der klassischen Musik. Machst vor allem Live-Aufnahmen und hast auch eine eigene Konzertreihe, Crescendo Konzertmanagement, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und das mit dem Fokus, glaube ich, mit dem Pianist Dmitri ist es genau, dem Jaschkin. Genau. Dann bist du auch noch Geschäftsführerin von der TNL GmbH. Hast dort den Audio-Teil, das ist Line-In und ihr seid spezialisiert auf 3D-Video- und Audioproduktionen. Und jetzt kommt das Beste, die Miriam ist auch noch Pilotin und Lokführerin. So, nebenbei. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Und ich würde sagen, starten wir mal. Und ich rühre einfach die Frage in die Runde. Vielleicht hat jemand gerade eine Antwort bereit. Und zwar, was hat euch dazu geführt, dass ihr heute in dieser Branche überhaupt unterwegs seid? Ja, pure Leidenschaft. Das war schlussendlich der Antrieb für alles. Ich wollte einfach Musik machen und so hat sich das einfach ergeben schlussendlich. Aber es ist aus reiner Leidenschaft und Freude an der Musik einfach schlussendlich entstanden. Es nickt alle. Ich glaube, das ist bei allen so. Also es quasi Hobby zum Beruf oder mehr wie Hobby. Ich glaube, Hobby ist untertrieben in diesem Bereich. Leidenschaft bringt es wohl mehr auf den Punkt. Dort muss ich vielleicht einzeln bei euch durchgehen. Und zwar ist, was mich wundernimmt, ist, welche Skills, dass ihr selber das Gefühl habt, die euch dazu geführt haben, dass ihr heute in diesem Bereich überhaupt unterwegs seid. Für dich, Nicole, was hat dich überhaupt dazu geführt, dann irgendwie eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen, also jetzt hier an der SAE? Und ich fange am liebsten mal bei dir, Carmen, an. Also, was hat dich dazu geführt, von deinen Skills, dass es geklappt hat, dass du heute in diesem Bereich unterwegs bist? Ich habe herausgefunden, dass ich das, was ich vorgemacht habe, also Fernseh- und Radioelektrikerin, Moderationsleitung hatte, im moderativen Bereich tätig und Journalismus gemacht habe. Und es hat einfach wie bei mir irgendwie einen Klick gemacht und es ist so wie ein Kreis geworden, der sich geschlossen hat. Und ich gemerkt habe, ich habe den Menschen, die ich damit im Studio arbeite, kann ich einfach etwas zurückgeben und meine Skills kann ich ihnen
weitergeben, die ich selber irgendwie mir angeeignet habe, auf der Bühne zum Beispiel. Oder weil ich selber einmal hinter einem Mikrofon gestanden bin, etwas eingesungen habe und da ist einfach nichts gekommen von hinter der Scheibe. Was eigentlich ein Vollfehler ist. Weil man braucht Feedback unbedingt, wenn man hinter dem Mikrofon steht, dann braucht man ein Gegenüber, ein reales Gegenüber. Und ich glaube, das ist so aus meiner Erfahrung heraus, profitiere ich sehr stark, was ich weitergeben kann jetzt. Also das heisst, wenn ich dich richtig verstehe, ist es für dich wirklich, dass du das, was du gelernt hast, was du kannst, also andere Leute begleiten auf dem Weg, um quasi ihre musikalischen Ziele, wenn es dann Musik ist, erreichen? Ja, natürlich. Also das gebe ich, ich gebe mein Bestes dort, dass sie das möglichst erreichen können, was sie auch vorhaben. Man muss dort auch klar und realistisch bleiben, finde ich auch. Es gibt Menschen, die eine mega fantasiereiche Art und Weise haben und sich das einfach so mega blümlich vorstellen, wie denn das könnte sein und dann wäre ich entdeckt und dann bin ich ein Star. Ja, aber was es dann beinhaltet, wirklich in dieser Branche hinein zu bestehen oder einfach auch mal Schritt für Schritt machen können und vielleicht Sachen eher im überschaubaren Bereich behalten, zugunsten von der eigenen Kreativität, sage ich immer. Das möchte ich Ihnen weitergeben, dass es immer gut ist, Sachen vielleicht auch im kleineren Rahmen zu behalten, wenn es noch nicht so, so gross genug ist. Und wenn man vielleicht auch selber nicht gross genug ist, vielleicht noch im Aufbau. Ja. Genau. Henrik, was hast du das Gefühl, was hat dich dort hingebracht an deinen Fähigkeiten, dass du dort bist, wo du bist? Also eben, also ich gehe nochmal zurück, es hat wirklich ganz, ganz viel einfach mit Leidenschaft und mit Liebe zu tun, schlussendlich. Also ich habe relativ schnell entdeckt, dass ich, wenn ich an Musik machen bin, wie so etwas mit mir passiert, beziehungsweise einfach ich so in einer anderen Welt bin und mir das so viel zurückgibt, also wirklich schon fast wie so Liebesbeziehung ist. Und ich glaube, ich habe einfach das nie verloren. Ich habe ich bin immer bei dem geblieben. Und alles andere, was es dann eben halt mitbringt, ist so, habe ich dann wie so akzeptiert für das. Also für mich ist ganz klar gewesen. Also ich versuche das immer noch so ein bisschen zu sagen, wie so, ich bin da in das SAI gekommen, weil das mein Leben ist. Es ist nicht irgendwie ein Job oder so, weil ich es cool finde. Es ist wie so einfach das, was ich wie so von Anfang an immer wollte. Und ich bin wie so mit dem schon lange einfach so wie so in die Liebe gefallen damit. Und dann hat sich das wie so alles ergeben, aber das war schlussendlich mein grösster Antrieb, dass ich einfach etwas gefunden habe, relativ früh, das ich einfach mega, mega gerne mache. Und das war, glaube ich, auch so mein grösster Glücksfaktor. Und nachher ist klar, im Nachhinein sind dann schon noch Sachen vorgekommen, wo ich so merke, aha, okay, das kann ich auch gut. Also das, eben das eine ist, was du vorhin ein bisschen gesagt hast, ist schon, ich weiss schon, wo mein Platz ist. Also ich bin auch von meiner Persönlichkeit, ich bin nicht sehr extrovertiert, ich stehe nicht sehr gerne im Spotlight. Aber was ich machen kann, ich bin jemand, der sehr, sehr gut jemanden im Spotlight platzieren kann. So. Und das sind halt schon wieder Skills, die zum Beispiel als Produzent halt sehr nützlich sind. Also ich habe dadurch, glaube ich, einfach auch von meinem Ego her bin ich da wie schon so ein bisschen prädestiniert einfach dafür gewesen, schlussendlich, dass ich das wie so mitbringe. Wo halt wie so ein Produzent meiner Meinung nach muss auch mitbringen, so dass er sich auch wie so für eine Sache kann einsetzen und auch sich wie so für einen Künstler kann einsetzen und nicht das Gefühl hat, so, ja, jetzt muss ich da und ich brauche den Raum und alles. So. Das ist schon mega wichtig. Ich glaube, das schätzen auch sehr, sehr viele Künstler von mir, so, dass ich wirklich weiss, wo ich hergehöre. Ja, also das sind viele Sachen, die dann dazukommen. Aber ich glaube, so einfach die charakterischen Eigenschaften, so, das sind alles Sachen, wo ich dann halt schlussendlich mitgebracht habe. Und ich war aber auch sehr, sehr viel Glück gewesen, also sind wir ehrlich. Also das muss man schon einfach mal sagen, gell? Also vor allem in unserer Branche, es hat sehr viel damit zu tun, am richtigen Ort, an der richtigen Zeit sein. Beziehungsweise man muss wie so ready sein für die Opportunity und die müssen irgendwann mal kommen. Und die habe ich einfach auch in meinem Leben. So. Ich bin, also vor allem in unserer Branche, ich bin nicht ein Mega-Fan, der sagt, ja, ich habe das und das und das. Okay, Teil davon, aber ich habe schon einfach auch Glück gehabt. So. Muss man einfach auch sagen. Ja. Fairerweise muss man auch sagen, wenn das würdest auch sagen, wenn so der Typ dafür, es würde nicht mal viel mehr bringen, bin ich der Meinung. Ja. Also, ja. Es ist schon das Momentum, finde ich auch, wo sehr stark mitschwingt. Also ja, das muss man schon sehen in unserer Branche. Ich glaube, das ist auch, was mega schwierig macht, ist so, du kannst jetzt, also ich habe by the way noch Schreinerlehre vorher gemacht und das ist wie so, du machst eine Lehre
Und du hast relativ, wenn du in den Arbeitsmarkt gehst, hast du relativ klare Chance, wie so, irgendwo eine Schreineranstellung zu finden. So. Und bei uns ist es halt schon so, einfach, du hast zwar einen Wunsch, du hast vielleicht auch einen Traum, so, aber du bist am Kreisen. Und vielleicht geht das ein Jahr, vielleicht geht es 10 Jahre, bis du das findest, was du hast wollen, so. Oder? Und das ist, und das schaffst du nur, wenn du Leidenschaft hast. Sonst wirst du schon längstens aufhören. Weißt du, was ich meine? So. Und das ist schon extrem schwierig in unserer Branche, dass man das wie so, dem sich wie so bewusst ist. So. Ja. Danke. Nicole, wie ist das für dich als Studierende? Also welche Fähigkeiten haben dich da hingebracht, dass du überhaupt den Weg jetzt in Angriff genommen hast? Also ich habe vorher sehr viele verschiedene Sachen gemacht und habe sehr klein aber immer Musik gemacht und habe vor 2 Jahren sehr einen schwierigen Schicksalsschlag gehabt und bin dann wie so ein bisschen gefordert worden, eigentlich zu überlegen, was ich will, weil ich gemerkt habe, gewisse Sachen stimmen nicht mehr. Und Musik war für mich schon als Kind eigentlich wie immer die einzige Sprache, die ich wirklich verstanden habe. Und ich war einfach nie mutig genug, in diesen Bereich zu gehen. Und habe jetzt gedacht, vielleicht mit der dritten Ausbildung könnte das etwas werden. Und jetzt, als ich da bin, merke ich, dass ich mega profitieren kann von vergangenen Berufsfeldern. Also, organisatorisch bin ich sehr stark, so im Planen, Strukturieren. Und das kommt mir da mega zu gut. Danke. Dann, wie sieht es bei dir aus, Sultan? Ich finde es auch schwierig, zum, so etwas wirklich ganz genau zu sagen. Was ich aber sagen kann, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gespür im Allgemeinen und auch natürlich für Musik. Und ich glaube, das hat für mich eine grosse Rolle gespielt. Klar, ich meine, Leidenschaft, das ist sowieso klar. Und dann ist es natürlich auch eine gewisse Ehrgeiz, die eine Rolle spielt. Aber ich denke, was ganz, ganz viel bei mir einflusst, ist mein Gespür, das ich einfach so habe. Ich habe eine gute Intuition und ich kann, ich weiß nicht, klingt jetzt blöd, aber ich glaube, ich kann Menschen relativ gut lesen. Und das heisst, ich kann dann mit Musikern relativ gut umgehen, im Live-Bereich zum Beispiel. Und ich denke, das ist eines von diesen Perks, die ich sozusagen mitbringe. Also das heisst vor allem das Gespür, sich in andere hineinzuversetzen oder zu fühlen können, was ja, es dort braucht. Halt auch wie man mit ihnen umgeht, in solchen Situationen, als Tontechniker. Danke. Dann Miriam, weil du bist ja in einem, ich sage jetzt mal, speziellen Bereich unterwegs, weil in der Klassik alles ein bisschen anders ist wie in der Unterhaltungsmusikform. Was bringst du für Stärken mit, dass das alles geklappt hat? Ja, ich kann mich erinnern an einen Unterricht bei dir, wo es um Soundcheck gegangen ist. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich dann jedes Mikrofon von jedem Orchestermusiker denen sagen, sie müssen jetzt warten, bis ich den Linecheck gemacht habe. Und dann habe ich dich das gefragt und du hast gesagt, ah nein, wie Klassiker natürlich nicht. Und das ist auch so, also, man muss dort unter Druck arbeiten. Weil wenn das Orchester kommt, gibt es meistens eine kurze Vorprobe. Also wenn man live aufnimmt, das Konzert. Und das muss dann alles möglichst schnell aufnahmebereit sein, weil man tut in der Probe dann schon mit aufnehmen, damit man nachher Korrekturmaterial hat für Konzertaufnahmen. Es gibt immer Stellen, wo die Musiker nicht ganz zufrieden sind. Und wenn man in der Probe schon hat können, die Aufnahme starten, dann kann man das nachher brauchen für eine kleine Retusche. Und dann kann man natürlich auch nicht die Aufnahme wieder anhalten, wenn so ein Konzert läuft. Und darum ist es wichtig, dass man unter Druck gut arbeiten kann. Und planen, wie sie gesagt hat, muss man auch voraus. Man kann ja nicht erst, wenn das Orchester kommt, merken, ah, da ist noch ein Oboe-Solo, die hätte ich auch noch sollen mikrofonieren, sondern das muss man im Voraus wissen, damit das nachher läuft, wenn das Publikum reinkommt. Da kann man nicht mehr am Boden rumkriechen. Und die Skills, ja, was für das braucht, ist, dass man eben unter Druck gut schafft. Man darf nachher nicht nervös werden, wenn Zeit knapp wird oder irgendeine Linie nicht super ist. Ich arbeite immer mit Farben. Also ich habe jede Linie mit Farben kodiert, dass ich sofort sehe, ja, das braune Mikrofon ist das Problem. Dann weiss ich, das ist das Hauptmikrofon links zum Beispiel, dass man nicht noch Kanäle lesen muss. Und ich tue gerne Verantwortung übernehmen. Also ich weiss dann, wenn ich jetzt irgendeine
etwas falsch eingesteckt haben, ist die Aufnahme nachher unbrauchbar. Und es sind immer grosse Budgets wie so Berufsorchester. Und das gefällt mir, dass ich dort Einfluss nehmen kann. Wobei Verantwortung übernehmen, dort ja noch auf der harmlosesten Seite ist. Also weißt, wenn ich Lokführerin und Pilotin, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Liga an Verantwortung, die du dort hast, wie das im Audiobereich ist. Das Schlimmste, was dort passieren kann, ist Enttäuschung. Oder wenn, ja, wenn das ist Fehler aber machst. Auch nicht gut, wenn die Musiker enttäuscht. Keine Frage, ja. Ich will es nicht verharmlosen. Also ich denke, das, was bei euch allen rauskommt, und klar ist, ist wie Leidenschaft. Also es braucht einen ganz starken Motor. Es braucht etwas zum Parat sein am Tag X, wenn einmal ein Spalt von einer Tür aufgeht. Und alles, was mit Skills erarbeitet zu tun hat, ist auch oft für den Tag X oder sich halt Schritt für Schritt etwas aufbauen. Das ist das, was ich bei dir mehr ein bisschen rausgehöre, von dem, wie du es beschrieben hast. Also ich nehme an, wenn ich das gerade direkt fragen darf, ist bei dir hat sich einfach am Tag X eine Chance ergeben oder hast du dir Schritt für Schritt das aufgebaut, was du jetzt hast? Ja, sicher Schritt für Schritt. Also das, sonst muss man sehr viel Glück haben, wenn das einem in den Schoss fällt. Also ich hatte eigentlich zuerst Konzertreihen und wollte das einfach für mich als Erinnerung aufnehmen. Und habe dann gemerkt, die Aufnahmen werden der Musik nie gerecht. Ich habe dann auch probiert, Leute zu engagieren, die es für mich aufnehmen. Und ich war dann auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und so habe ich dann gedacht, jetzt muss ich selber lernen. Und habe dann darum das Studium gemacht und dann jetzt kann ich es eben auch für andere Veranstalter anbieten, die in der gleichen Situation sind. Ich habe hier gerade eine spezifische Essay-Frage. Und zwar würde mich wundern, das ist ja nicht der einzige Laden, den es gibt. Es gibt ja diverse. Wieso habt ihr euch zum Beispiel für die Essay entschieden? Habt ihr herumgeschaut, was es denn sonst noch gibt? Wieso war es der Laden? Und ich meine das jetzt nicht aus marketingtechnischen Gründen, sagen, wie lässig dass es da ist, sondern ich will von euch als Person wissen, was sind die Parameter gewesen? Also ich habe einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda davon erfahren, durch den Henrik tatsächlich. Und habe dann zwar nochmal Anlauf gebraucht, bis ich es dann wirklich gemacht habe, aber das wäre eigentlich der einzige Grund. Also ich habe schon ein bisschen auch verglichen. Bei der ESSA hat mir einfach gefallen, dass es auf Aufnahme eigentlich einen grossen Fokus legt, dass es auch ein Studio hat, wo man daran üben kann. Und andere Ausbildungen sind mehr auf Veranstaltungstechnik und Live-Mischen ausgerichtet. Und das hat mich weniger interessiert. Darum war eigentlich für mich dann klar, dass die ESSA ist. Vielleicht bei euch noch? Ja, also bei mir ähnlich. Also eben, ist klar gewesen für mich, dass ich in der Popmusik möchte arbeiten, beziehungsweise halt Hip-Hop-Popmusik bei mir. Und das ist so die einzige Schule gewesen, wo ich so das Gefühl hatte, so, hey, ja, da könnte ich vielleicht dem einen oder anderen mal über den Weg laufen, was so vielleicht das gleiche Ziel hat. Was ich aber, by the way, nachher noch anmerken muss, was nicht der Fall war. ja, ich glaube, mittlerweile ist es wie so ein bisschen anders jetzt schon. Aber das war sicher etwas gewesen. Und was war noch? Ich glaube das und sonst. Also es war ja wie so das U- und E-Musik immer so. Und wenn ich jetzt Klassik-Sachen gemacht hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich eher in einer anderen Schule gesehen. Darum finde ich es noch speziell, dass du die SOE bist. Weil ich es wirklich so, die SOE hat für mich so für Popmusik gestanden. Und mich hat dann schon auch noch fasziniert, dass man eigentlich immer die Praxissachen immer mit dem Theoretischen relativ schnell wie so kombinieren hat können. Also es ist ja wirklich so recht schnell gewesen, so, hey, da haben wir Unterricht, da haben wir Studio, probieren selber. Und ich bin schon sehr eine praktisch bezogene Person, würde ich jetzt sagen. Also Theorie ist bei mir wirklich, es bleibt wenig hängen, bevor ich es nicht wirklich selber probiert habe und angelangt habe und gemacht habe. Ich glaube, mit dem hat es mich dann schon überzeugt. Ja. Bei mir war es noch so, von meiner Ausbildung her, irgendwie da einzukommen, nicht mit einem Abschluss von weiß nicht was. Ich habe eine Lehre gemacht einmal als Fernseh-Radioelektrikerin. Und nachher bin ich so nahtlos in die
in die ganze Radio, Radiobranche reinkomme mit einem Volontariat. Und ich habe irgendwie gewusst, okay, das nimmt auch wirklich einfach mehr mit einer abgeschlossenen Lehre. So. Ja. Und auch dann internationalen Namen. Das ist auch noch etwas. Ist mir jetzt gar noch eingefallen. Also SA ist schon, also das ist ja etwas, was man in Deutschland kennt oder auch sogar irgendwo in Amerika. Das ist schon, ich glaube, es ist auch so die grösste Art Engineer School auf der Welt. Und das ist schon ein Begriff. Also auch wenn etwas nicht eidgenössisch ist, ist wie so, der Begriff SOE ist wie so etwas, auch jetzt im Ausland. Das war schon einmal ein Faktor bei mir. Ja. Sorry. Kein Problem. Nicole? Ja, also ich habe auch herumgeschaut. Und bei mir war etwas Ähnliches wie bei dir. Ich hatte wie bei anderen Schulen das Gefühl, die Eintrittsschwelle ist so hoch, dass meine Vorbereitung irgendwie zu lang wird gehen, dass ich überhaupt mich überwinde, anzufangen. Und als ich dann hier hinkomme, habe ich schnell gemerkt, dass es sehr praxisorientiert ist. Und ich bin auch nicht so die Beste, was die Theorie angeht. Und darum bin ich mega zufrieden, dass ich diesen Weg gewählt habe. Weil es vielfach zuerst kurzes Anschauen ist oder sogar zuerst üben und dann den Hintergrund dazu. Wir kommen zu einer von den Fragen, die ich am interessantesten finde. Und das ist wahrscheinlich auch die, die für Leute, die zuschauen, am interessantesten ist. Also ich gehe zumindest davon aus, wie findet man einen Job in diesem Bereich? Es ist ja jetzt nicht so, dass das Bereiche sind, wo einem Jobs an den Kopf gerührt werden. Also der Einstieg ist eine extrem schwierige Angelegenheit. Und dort würde ich gerne von euch wissen, wie kommt man überhaupt an etwas an? Was sind Strategien? Ich denke, es ist gut, dass man während dem Studium schon sich ein Portfolio anfängt aufzubauen. Man kann eben, wenn man Übungen macht oder Facharbeiten, die so wählen, dass man es eben nachher kann brauchen kann, um zu zeigen, was man kann oder will können, je nachdem. Und durch das kann man dann nachher an den Kunden zeigen, was man schon kann. Wie ist das bei dir konkret gewesen? Wie hast du deine ersten Jobs gehabt? Wie ist das gelaufen? Also ich hatte zuerst ein klassisches Musikfestival, habe ich die Audioaufnahmen gemacht, eigentlich so ein bisschen zu einem Spesenpreis. Es waren dann nicht hohe Erwartungen gewesen, aber ich konnte ausprobieren. Verschiedene Mikrofonierungen, die ganzen Proben konnte ich brauchen für mich. Und viele Musiker wollten dann gar nicht die Aufnahmen veröffentlichen. Aber ich hatte das Material für mich als Übungsmaterial. Und dort habe ich dann auch Kontakt geknüpft zu Musiker, die dort auftreten sind. Und auch durch meine eigene Konzertreihe konnte ich natürlich schon etwas vorzeigen. Und so konnte ich dann eigentlich mit weiteren Empfehlungen arbeiten. Ich habe schon eine eigene Website, aber ich musste nie aktiv Werbung machen. Ich konnte dann immer mit weiteren Empfehlungen arbeiten. Super, perfekt. Andere Strategien? Also ich glaube, es ist mir mega wichtig, sich am Anfang zu fragen, kreativ oder Dienstleistung. Also das ist, also ich finde, in der Dienstleistung gibt es in der Schweiz ganz viele Jobs. Also es ist gar kein Problem, Jobs zu finden. Also im Live-Bereich zum Beispiel, so wie ich es dazu mache, ich habe früher auch FOH noch gemacht, habe ich das Gefühl, es ist ein grosser Bedarf. Also allgemein einfach im Live-Bereich zu arbeiten, da gibt es ganz viele verschiedene Jobs. Dann gibt es zum Beispiel auch Jobs, die ich auch gemacht habe, das ist eher im Werbebereich, auch als Dienstleistung. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber ist auch immer noch ein Bedarf zum Teil. Oder zum Beispiel als Haustechniker oder wenn man bei einer Institution ist, wo man wie so die ganzen Veranstaltungen muss fahren etc. Da gibt es meiner Meinung nach viele Sachen. Das andere ist halt, wenn man kreativ, zum Beispiel im Studio oder als Produzent etc., dann kommt man in den Kreativbereich. Und das ist schon etwas, was Sie vorhin auch gesagt haben. Also im Kreativbereich definierst du dich immer über dein Portfolio. So. Das heisst, was hast du gemacht? Also ein Künstler draussen interessiert jetzt nicht gross, ob ich das so gemacht habe oder nicht. So. Also der interessiert, was habe ich für Projekte gemacht? Ah, möchte ich auch so tönen? Cool, okay. So. Und das muss man sich wie bewusst sein, dass man von Anfang an eigentlich der eine Job bringt einen so zum nächsten Job. Das ist mega, mega wichtig, auch für seine Karriereplanung dann. Oder? Weil man darf nicht vergessen, wenn man etwas macht, was man nicht so gerne macht, das bringt einem nachher dort noch weiter rein. So. Und, also ich habe viele Jobs schon abgesagt, weil ich wie so gesagt habe, nein, ich möchte nicht noch weiter da rein, da habe ich keinen Bock. So. Aber Sachen, die man gerne macht, so, ist wirklich wichtig, dass man dann sich auch das Feld sucht und dort reingeht. So. Aber es geht über das Portfolio. So. Und das eine führt nachher zum anderen.
Und darum muss man mega schnell also in diesem Bereich in die Selbstständigkeit rein. Das hat man sonst gar keine Chance. Also ab dem Zeitpunkt, wo man sich ein Portfolio aufbaut, eben, kann auch Webseiten sein, es kann eine Kundenkartei oder was auch immer, muss man sich schon wie so ein bisschen als selbstständig verstehen. So, ich glaube, in der Schweiz gibt es sonst keinen Weg. Es gibt schon Wege zum Beispiel, dass man sich Leute anschliessen kann, etc., aber selbst dort muss man schon eine gewisse Selbstständigkeit mitbringen. Also, ich habe zum Beispiel auch einen Assistent bei mir, aber der bringt auch schon gewisse Selbstständigkeit mit sich. So. Weil das ist unsere Branche. Das heisst, du schaffst ganz viel Freelancer-basiert. Das heisst, du schaffst eigentlich mit Leuten zusammen, die selber die gehen wieder Rechnung stellen etc. Du schaffst projektorientiert. Das Projekt braucht 20 Leute, das Projekt braucht 5 Leute. Das heisst, es ist die ganze Zeit ein Kommen und ein Gehen. Das heisst, man muss sich sehr schnell als Selbstständiger wie so verstehen. Ja. Und das ist etwas, wo ich glaube, also jedem würde ich mitgeben. Also unbedingt. Also ich habe gerade nach der SOI Einzelfirma gemacht, mich so selbstständig wie möglich gerade gemacht und das hat dann zu der GmbH geführt etc. Aber ja, das ist schon etwas, meiner Meinung nach, wo man sehr schnell machen sollte. Hat es dort, jetzt bei der Miriam hat es so getönt, das eine Projekt ist so wie eine Initialzündung gewesen, wo etwas angeworfen hat. Ist das bei dir auch so gewesen? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich halt das schon so lange mache. Also ich würde schon sagen, wenn ich so zurückschaue, ein Projekt hat zum anderen geführt, dann so. Ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht wieder mal so ein bisschen breite öffentliche Erfolge hatte, vielleicht der erste Charterfolg, erste, ich weiß nicht, Goldplatte, weiss nicht was, so Sachen sind dann vielleicht schon mal ein bisschen grösser, dann wie so gekommen, und durch das hat man dann schon mal ein bisschen etwas, aber ich würde nicht sagen so. Also man muss sich auch sehr schnell bewusst sein, so, es gibt Projekte, die vielleicht sehr erfolgreich sind gegen aussen, die aber keine weiteren mehr Projekte einbringen, weil die Künstler vielleicht das gar nicht so cool finden. Das ist vielleicht kommerziell okay, so. Dann hast du vielleicht nachher plötzlich mehr Manager, die mit dir reden wollen, aber nicht mehr Künstler. So. Und das ist einem mega wichtig, sich so, das immer wieder zu sagen. So, auf jeden Fall, Qualität ist mega wichtig und die Künstler kommen nachher schlussendlich zu dir, weil einfach Qualität stimmt. Jetzt kommt mir gerade ein bisschen in den Sinn. Mein erstes grösseres Placement in Deutschland ist aufgrund gekommen, weil ich für einen Schweizer Rapper etwas gemacht hat. So. Und das war ein kleiner Schweizer Rapper gewesen, und das war ein grosser deutscher Rapper gewesen. Und der hat das wie so gesehen, hat gesagt so, okay, das klingt krass, wer hat das gemacht? So, nachher bin ich dort hergekommen. Und das kann ich also in meinem Bereich bei ganz vielen Leuten sagen. All die Leute, die von außen vielleicht so Lucky Punch-mässig irgendwie etwas von außen gehabt haben oder so, aber wegen dem ist er so gross geworden, das sind einfach Leute gewesen, die einfach unique getönt haben und einfach mega was ich immer geschafft habe und etwas Spezielles mitgebracht haben. So. Und dann ist halt mal der Moment gekommen, dass jemand Grösses gesehen hat und gesagt, wow, das will ich. So. Aber das hat auch sehr, sehr viel Vorbereitung und sehr viel Arbeit an dir selber nachher damit zu tun. So. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas Wichtiges. Was könnten die anderen noch für Strategien oder was habt ihr für Strategien gewählt? Also ich würde natürlich auch sagen, mache das Portfolio, schreibe Bewerbungen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zufriedenstellende Antwort geben kann, weil ich weiß nicht, mir ist da schon viel gegeben gewesen. Ich habe einen Job bekommen durch einen Kollegen während der SOE und dann habe ich deinen alten Job übernommen und bin natürlich sehr dankbar für und habe dann halt aufgrund von dem wie können aufbauen. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Bewerbungen rausgehauen nach Corona, aber nicht viel. Und ja. Also ist das richtig interpretiert? Was bei dir ein Initial? Glück. Glück. Also, ich weiß, was ihr meint. Wir haben grundsätzlich ja alle Glück, wo dass wir geboren sind und was für ein Leben das wir führen dürfen. Bei uns dreht sich ja nur noch darum, gesund oder nicht. Und der Rest ist wirklich egal. Oder? Also wenn man dort einmal weglässt vom Glück, hat es ja doch, wenn ich das richtig interpretiere, hat dir dein Netzwerk geholfen. Also, dass du klar, ein Netzwerk hast und klar. Das hat dir quasi wie die Tür aufgemacht. Klar, also eben vielleicht auch einen guten Eindruck gemacht oder so. Ich denke, also zum Beispiel, da wo ich jetzt arbeite im Tonstudio, dort bin ich auf einem Job gewesen, da habe ich kennengelernt während dem Job und habe einfach schlichtweg gefragt, hey, suchen noch Leute? Und so bin ich drin gelandet. Und ich denke halt, ja klar, man sollte halt einfach auch Chancen wahrnehmen. Und Fragen. Also für mich ein wichtiges Stichwort. Ja. Die Frage ist einfach, wo willst du eine Bewerbung anschreiben? So. Das ist so, also in dem Kreativbereich, das gibt es fast nicht. Das muss man sich schon bewusst sein. Ja, ich, so. Ich habe auch wirklich so Dienstleistungssachen gemacht. Also klar, ja. Darum ist es noch so wichtig, eben das Portfolio aufzubauen. Und nachher kommen die Chancen dann. Eben mit Glück, was auch immer. Das hat damit zu tun, dass die Chancen irgendwann kommen, du weißt nicht wann.
Aber dann hast du dein Portfolio und du bist ready dafür. Und dann kannst du so sagen, hey, da bin ich, das habe ich schon gemacht, okay, let's go. So. Oder? Das ist, aber das mit Bewerbungen schreiben und so, vor allem in unserem Bereich, jetzt zum Beispiel Musik produzieren, das ist schwierig, oder? Also das ist wie so, besser schickst du wie so, keine Ahnung, schickst einen Beat durch, dann schickst du mir einen Beat durch und ich höre so, ah, das ist ein geiler Beat, wer hat das gemacht? So. Also weißt du, ich meine, das, der klassische Weg mit Bewerbung, so, das ist vielleicht, wenn du, keine Ahnung, dich bewerben willst bei einem Radio oder so, okay. Aber wenn du wirklich so in dieser Kreativbranche möchtest sein, dann geht das wie so über andere Kanäle, meiner Meinung nach. Wie ist das bei dir, Nicole? Du bist jetzt wie mit drin im Anfang von dem Weg. Hast du für dich schon Strategien oder bist du Sachen am Probieren oder lässt es einfach laufen, wie es ist? Oder wie gehst du vor im Moment? Ja, also eine Strategie, die ich sehr priorisiere momentan, ist am Netzwerk bauen, arbeiten. Und was sich für mich so ein bisschen bewährt hat, ist, dass ich dort hin oder raus bin, an die Ort, wo ich hin will. Und durch das hat sich jetzt ja, im letzten Jahr recht vieles schon ergeben, wo einfach so passiert. Und plötzlich, wenn man dann zurückschaut, ist man so, ah, vor einem Jahr habe ich mir eigentlich noch gewünscht, ich wäre irgendwann gerne mal dort. Und ja, auf das schaffe ich sehr. Und auch das mit dem Portfolio ist halt jetzt hier an der Schule ein mega Geschenk, dass man da die Räumlichkeit so nutzen kann. Weil man Sachen probieren kann, Sachen aufnehmen kann, auch mit anderen Leuten Sachen probieren kann. Und das sind sicher so die zwei Sachen, die ich momentan mache. Ich profitiere sehr viel auch eben durch das Mitgehen beim Lasse, durch sein Netzwerk, wo ich mich anschliessen kann. Aber dort ist halt auch immer, wenn ich nicht aktiv bin oder mich vorstelle oder frage, dann kommst du nicht wirklich weiter. Also es ist sehr ein, du musst aus dir rauskommen und das eigentlich holen, was du willst. Es ist Eigeninitiative. Ja, genau. Absolut. Genau. Carmen, bei dir spezifisch, hast du ein Schlüsselerlebnis? Ich erlebe dich als jemand, der sehr aktiv ist, auf sehr breiten Fronten. Was ist deine Strategie? Ja, es hat etwas mit einem Schlüsselmoment zu tun. Es ist mir mal stark bewusst worden, und ich bin traurig darüber geworden, so, es geht irgendwie nicht für sie, weißt? Und ich wollte so gerne. Erkennt irgendwie in der Hälfte vom Diploma habe ich erkannt, so, wow, ich will das, glaube ich, 20 Jahre lang machen. Und dann war es irgendwie so, hey, wo fange ich an? Wie baue ich auf? Und so. Und es ist einfach ein bisschen nicht pfirschig gegangen, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich die Erkenntnis für mich, ist dann so, hey, es kann irgendwie noch nicht anders werden oder eben weitergehen oder mehr werden, weil ich habe noch das andere, ich habe das noch. Weißt, ich musste zuerst meinen alten Job wirklich loslassen, dass es wirklich weitergegangen ist. Oder? Also du musst das riesige Schiff mal aus dem Hafen rausbringen und dann halt dich trauen aufs offene Meer. Ja. Und dann bist du einfach mal auf dem offenen Meer und dann siehst du vielleicht Inseln. Die sind noch nicht so gross. Und du denkst so, oh mein Gott, wie kann ich davon leben, von diesen Inseln? Vielleicht gerne nicht. Aber es ist immerhin, es fühlt sich besser an, als in dem Hafen hineinhocken und aufs offene Meer rauszuschauen und vielleicht irgendwie Bergspitzchen sehen. So. Eine Vision haben, wie es könnte sein. Nein, du musst wirklich auf das Meer halt gehen. Und das ist irgendwie, es geht wie nicht weiter, weil es noch nicht fertig ist, weil es noch nicht abgetaut war. So. Und das hat mich unglaublich glücklich gemacht. Weil, obwohl ich jetzt vielleicht ist es vorgegriffen, willst du das nachher fragen, aber es ist so, ich komme damit über die Runde, aber ich bin wahnsinnig mehr glücklicher als vorher. Es erfüllt mich total, was ich mache. Ich kann mit Menschen unterwegs sein, ich kann aus ihnen das rausholen und miteinander ist immer besser, weil dann schwingt die Kreativität einfach hoch und das macht mich so unendlich glücklich. Und das ist das, was ich will. Und ich habe das im Anfangs von dem Jahr ist ja Corona ist ja dann fertig geworden. Schön. Genau. Also ich habe in der Zeit, wo es der Unterhaltungsbranche erlegen ist unter dem Corona, habe ich gedacht, ja gut,
wie du mir, so ich dir. Und dann habe ich im Contact Tracing geschafft und so können ein paar Franken machen und meine Rechnungen zahlen auch. Da bin ich Corona auch dankbar dafür, ein Stück weit. Aber nachher habe ich wie müssen schauen, was machen wir jetzt weiter. Und dort habe ich mir gesagt, ich will jetzt nicht einfach wieder zurückhasen in das Radio oder in das Radio oder das, was ich früher gemacht habe, sondern es hat einen Grund, warum ich gesagt habe, ich will wirklich in die Audioproduktionsbranche wechseln. Weil dort hockt eine ganz neue Leidenschaft, die ich entdeckt habe. Und das will ich jetzt ausprobieren. Sonst kann ich wie nicht sagen, sonst bleibe ich wieder in diesem Hafen hinten. Und ich will doch aufs offene Meer. Also mega schön, also von euch allen. Ich muss sagen, es ist für alle, die von wo auch immer zuschauen, zuhören, das ist der erkenntnisreiche Teil. Jetzt hat man gut zuhören müssen und genau das machen. Nein, wirklich. Es ist mega schön und auch zum Hören. Also weißt, die Leidenschaft, man hört sie bei euch allen raus. Es brennt und das ist mega schön zum Zuhören. Meine nächste Frage, die in diese Richtung geht, ist der Teil mit dem Geld, wo anfängt bei davon leben können, quersubventionieren, was auch immer. Und dort würde ich gerne von euch wissen, eben von dir haben wir es jetzt ein bisschen gehört. Also das heisst, du bist zum Teil am Kämpfen, aber es macht dich mega glücklich. Also ich rede jetzt von der finanziellen Seite. Wie ist das bei euch anderen? Sind ihr Sachen am Quersubventionieren? Funktioniert das Schiff für sich allein? Oder bei dir weiss ich Pilotin und Lokführerin als Backup, aber machst du das noch viel? Bist also noch viel ja, als Pilotin? Im Moment arbeite ich 65% als Lokführerin. Das ist auch einfach ein krisensicherer Job. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der einen Beruf gelernt hat, eben so wie Schreiner oder ein Handwerk, keine Brücke hinter euch abbrechen, sondern dass man sich eine Basis hat, wo man weiss, auf das kann ich zurückgreifen, von dem kann ich leben. Und dann kann man sich eben nachher kreativ entfalten. Oder? Weil dann kann ich, wenn ich eine Anfrage habe von einem Künstler, kann ich sagen, mal, das ist jetzt eine junge Studentin, die hat das Budget jetzt nicht, um die ganze Produktion zu zahlen. Aber dann schaue ich mal, ja, was bringt sie zusammen und macht dann das Beste daraus und vielleicht ein bisschen mehr, als eigentlich im Budget gewesen wäre. Einfach eben, weil entweder weil es für das Portfolio gut ist oder weil man einfach die Person unterstützen will. Und das kann man aber nur, wenn man das Grundeinkommen hat, wo man weiss, das hat man gesichert. Und das kann ja auch, eben, wie er gesagt hat, in der Audiobranche, es hat genug Job, wo man muss man halt Lautsprecher schleppen oder so irgendetwas machen, dass man aber nachher die Freiheit hat, um sich künstlerisch entfalten. Wie sieht das bei dir aus? Kannst du schon vollständig davon leben? Also wenn es jetzt so weitergeht, schon. Ja. Aber also vorher nicht, nein. So 50-50 oder 60-40 ja. im letzten halben Jahr. Aber du bist jetzt auf Kurs in dem Sinn? Ja, voll. Ja. Vielleicht super. Sogar so, dass ich vom Ausland aus arbeite und so. Dann noch cool. Das klingt schön, ja. Nicole, sind bei dir schon Sachen am Laufen? Du hast die Assistenzstelle beim Lassen. Ich nehme an, das ist jetzt nicht so, dass du dort mit Geldmengen überworfen wirst. Hast du schon, wie tust du auf der Musikseite, im Sinne von halt irgendwie, wie es mit Musik zu tun hat, tust du dort schon verdienen oder ist dort schon etwas rum? Ja, also ich habe halt von den Jobs vorher habe ich sehr viel angespart gehabt, über die Jahre. Ich habe aber jetzt auch zum Glück ein bisschen Support von den Eltern während der Ausbildung für die Wohnung. Was mir erlaubt, mich auch mehr auf Kreativität zu fokussieren, wo ich mega dankbar bin. Ich verdiene Geld mit Gigs und kleineren Aufträgen oder so mal ein Recording oder sonst irgendetwas. Ich kann aber nicht davon leben, will jetzt aber auch nicht während der Ausbildung, weil ich den Fokus auf die Kreativität habe. Und den Luxus habe ich momentan, aber das Ziel ist schon, dass ich dann mal davon leben kann. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich eben eine Lehre gemacht habe auch vorher und auch immer auf das zurückgreifen konnte. Oder eine Stelle, die gemischt ist, also im Musikbereich, aber administrativ. Ja. Henrik, wie sieht es bei dir aus? Ich nehme an, da kommt schon ein Moment lang der 100% Teil aus dem, was du machst. Absolut. Ist das sehr schnell passiert? Nein, also ich habe mir aber auch wirklich Zeit lassen.
Also das ist etwas mega Wichtiges, finde ich, dass man, also ich habe eigentlich meine kreative Musik oder meine Musik habe ich immer so als Baby behandelt. Immer so, da schnurrt mir von niemand rein und auch kein Gelddruck oder irgendwas so. Für mich war immer klar, ich arbeite ergebnisorientiert, nicht zielorientiert. Und darum habe ich auch immer auf der Seite, also ich bin jetzt, ich habe noch geschaut, ich bin im 8. Jahr jetzt in der Selbstständigkeit und ich habe, gut, ich habe vor der SOE habe ich halt schon in diesem Bereich schon ein bisschen geschafft und bin auch während der SOE schon so ein bisschen in dem Ding drin gewesen. Aber habe dann Step by Step dann immer so mehr Sachen wie so ein bisschen losgelassen, die ich eigentlich nur als Mittel gesehen habe für das, was ich eigentlich will, oder? Und für mich war immer klar, hey, ich will Musikproduzent sein. Das war mir immer bewusst. Und dann habe ich, wie gesagt, ich habe mal noch live ein bisschen gearbeitet, so, dass ich so nebenbei sicher auch mal ein bisschen genug habe. Ich habe noch ein bisschen in der Werbung gearbeitet. So. Und dann ist die Musik einfach immer grösser geworden. So. Aber ich finde, es ist auch wichtig, irgendwo dann mal wirklich zu sagen, so, hey, jetzt muss ich den Step machen. Weil das Ding ist halt einfach das, allein durch das, ich halt das 100% mache, im Vergleich zu jemandem, der es halt einfach 20% macht, ich mache halt in einem Jahr dann einfach, ich weiss nicht, ein paar hundert Produktionen mehr. Das heisst, ich renne diesen Leuten halt alle davon. So. Und das habe ich schon auch gemerkt. Also, du musst irgendwann all in gehen. So. Aber jetzt mittlerweile, also ich kann sehr gut davon leben, ich kann meine Familie davon ernähren. Das ist alles sehr schön und bin ich extrem dankbar dafür. Ja. Darf ich noch etwas ergänzen? Gerne. Ich gehe wirklich mit dir mit, wenn du sagst, weißt du, hast auch Wachstum, musst zuschauen. Mhm. Gell? Das finde ich mega wichtig. Und was ich auch noch so cool finde, was meine Kreativität zulässt, ist, es nämlich während dem Studium hat das alles irgendwie hätte nicht sollen sein, dass ich irgendwie ein Praktikum hätte können machen. Das ist alles leider so gewesen, dass es nicht geklappt hat. Aber nachher habe ich gefunden, ja gut, denn kreativ genug bin ich ja und ich erfinde Nischen, kreative Nischen. Eben wie die Kurse, die ich anbiete, und die funktionieren und da springen die Leute drauf auf und es gibt nette Leute, die auch Geld dafür geben. Das ist super, oder? Und das, das finde ich auch noch so ein spannender Punkt. Also, wenn es eine Git-Nische gibt, dann erfinden sie für dich. Ich würde gerne für unser Publikum aufmachen. Habt ihr Fragen, die ihr vielleicht stellen wollt? Irgendwo hat es noch ein Mikrofon rum, genau, wo gerade eingeschaltet wird. Hat jemand von euch eine Frage an alle Gäste oder an spezifischen Gast? Vielleicht an alle, vielleicht aber auch an dich spezifisch. So ein bisschen. Ich bin auch jetzt im Studium. Und was bei mir ein grosses Thema ist noch so ein bisschen, gut, wie kommst du überhaupt an Künstler, die du mit ihnen zusammen schaffst, wenn du selber noch nicht so ein Portfolio hast? Weil ich bin bis jetzt viel mehr in der elektronischen Seite gewesen, und dort ist sehr viel ist einfach auch Solo. Und ich würde viel lieber auch mehr mit Künstlern zusammenarbeiten in Kooperation. Und wie kommst du überhaupt zu den Künstlern, um dann auch etwas zu machen? Ja? Also es gibt sicher viele verschiedene Wege, aber also bei mir ist es auch wirklich von ganz unten anfangen. So, also das fängt wirklich an, nimmst den erstbesten SOE-Kollegen neben dir, der vielleicht, keine Ahnung, singt, rappt, nimmst ihn mit und mach einfach etwas mit ihm. So. Also es ist wirklich sehr unten anfangen und auch wirklich mal das erleben und mal irgendwie mal etwas zu haben. Es geht wirklich um das. Aber nachher geht das eigentlich meiner Meinung nach relativ schnell. Beziehungsweise man fragt sich halt, okay, in welche Musik möchte ich genau gehen? Also in welcher Szene möchte ich mich bewegen? Und dann ist klar, dann muss man so ein bisschen in diese Szene hineingehen. Meine, dann gibt es einerseits ob es Konzerte oder Partys oder Produzenten zum Beispiel. Da gibt es so viele Leute, die dann in dieser Branche sind. Und dann würde ich unbedingt die Leute angehen. So, oder? Also man muss halt wie so ein bisschen weiter vorausdenken, dass man sagt, okay, der Baustein führt mich nachher zu dem. Oder? Das Problem ist einfach, also das Problem, es ist eigentlich gut so, dass es im Leben keine Abkürzung gibt. Das ist voll okay. Aber das muss man sich einfach bewusst sein. So, also man muss halt wirklich irgendwo anfangen. Und es spielt eigentlich am Anfang auch nicht so eine Rolle, wo du anfängst, aber du musst anfangen. So. Und nachher halt wie so dein Nordstern oder was auch immer wie so klar ausgerichtet haben. Und dann halt wie so kleine Steps dorthin machen. Oder? Am Anfang, das ist auch ein bisschen fies, es geht halt ein bisschen länger, bis dann halt die richtig grossen Schritte kommen. So. Und das muss man sich schon bewusst sein. Also, ich sage mir das heutzutage auch noch. Ich kriege mittlerweile Anfragen, die ich ablehnen muss, die ich mir vor 5 Jahren die Finger nachgelegt habe.
Oder? Und das ist halt unfair in unserem Entertainment-Branche. Das ist halt einfach brutal. Oder? Das ist so, der Teufel schießt auf den grösseren Haufen, oder wie man sagt. So. Das ist schon so ein bisschen auf das. Das muss man, ja, aber es ist so. Also, weißt, und darum am Anfang geht es wirklich darum, was ich von Anfang an gesagt habe, wirklich qualitätsbasiert zu arbeiten und etwas Kreatives und etwas Uniques zu machen. Und für das brauchst du nicht gerade schon Star XY, überhaupt nicht. Du musst unique sein. So. Weil dann sind genau die Leute, und mittlerweile gehöre ich auch zu diesen Leuten, höre das und sage so, Moment mal, das ist wirklich nice und ich will mehr von dem. So. Ja, aber wirklich Step by Step diesbezüglich. Okay, cool. Ja. Du kannst auch während dem Studium, wenn du eine Arbeit am Machen bist, kannst du Künstler anfragen und sagen, es ist im Rahmen von meinem Studium. Und dann sehen sie auch, da gibt sich jemand Mühe, es wird betreut und du verlangst dann wahrscheinlich kein grosses Honorar. Und so kannst du auch drin hineinkommen. Ja. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich auch jemanden sucht, der so ein bisschen auf dem gleichen Level ist. Eben nicht irgendwie einen grossen Star anschreiben, das bringt nichts, aber jemand, der sozusagen gerade den gleichen Weg geht wie du. Und auch skilltechnisch, sage ich, ist es relativ wichtig, dass man sich jemanden sucht, der auf dem gleichen Level ist. Weil es kann gut sein, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit jemandem kollaboriert, der viel besser ist oder viel schlechter ist, dass es je nachdem einfach vielleicht auch nicht matcht. Und ich glaube, der Wille muss auch gleich da sein. Und es muss auch eine Person sein, denke ich, die an das Projekt glaubt. Mhm. Und voll dahinter ist. Das ist ein mega guter Punkt. Also ganz, ganz viele Produzenten da außen, die heute wie so irgendeinen Stellenwert oder irgendwo haben, haben sich immer mit einem Künstler entwickelt. Und ganz viele grosse Künstler da außen haben immer einen Produzenten neben dran, der mit ihnen den Weg gemacht hat. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also ich habe eine Collab bekommen durch einen Remix-Contest, den ich gewonnen habe. Ich würde so Zeug auch machen. Leute, die gerade zum Beispiel auf einem Label sind, wo du gerade releasest, dass man mit denen sozusagen vielleicht in Kontakt geht. Weil wenn du auf einem Label bist, dann bietet sich das vielleicht wie an, oder? Und ich habe so Collabs gemacht und das seitdem auch immer wieder. Mhm. Ich habe am Anfang so... Bist du fertig gewesen, Entschuldigung? Ja, nein. Also, habe ich reingeschnurrt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe am Anfang auch noch einfach Leute angefragt, ob sie Lust haben, mal einfach eine Aufnahme zu machen. Für mich, um einfach die ganze Technik, Mikrofonie auch schneller werden, in den Griff zu kriegen, hören, ausprobieren, die verschiedenen Mikrofontypen vielleicht unkonventionelle Instrumente schaffen. Und das habe ich einfach so als Dienstleistung angeboten im Anfang. Dann haben sie die Aufnahmen haben sie dann einfach überkommen von mir. Und nachher hat mit der Zeit sind Anfragen gekommen, ja, können wir jetzt etwas Ernstes mal machen? Und, also weißt du, was ich meine? Und nachher ist es lustig, du kommst oder ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich dann plötzlich Anfragen bekommen habe. Und das geht in die Richtung, wo wir es jetzt schon hatten, von Leuten, die noch nicht so parat sind, um eigentlich ins Studio zu kommen. Und dann musst du auch parat sein, um Nein zu sagen, weil dann ist es für mich wichtig, um auch selber wachsen mit den Leuten zusammen. Dass du fast, also dass nur irgendwie wirklich Nachwuchsbands aus der Garage aufnimmst, sondern wirklich, dass du selber wachsen kannst, brauchst du wirklich ernstzunehmende Künstler und Musiker, die etwas verstehen vom Handwerk. Dass nicht musst, dass die Aufnahme quasi dass die Qualität hat, weil der Musiker sein Instrument beherrscht. Und dass du wirklich das kannst aufnehmen. Dass du kannst wachsen daran im Produzieren und nicht nur das Technische kannst abhökeln und sagen, ja gut, jetzt habe ich den Mikrofon-Amp mikrofoniert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Danke. Ich habe das Glück, dass ich nicht mehr so kreativ, nicht mit Kreativität, also nicht in dem Bereich Kreativität mein Geld muss verdienen. Aber trotzdem, gerade so im Musikbereich, ich habe früher mehr gerne Musik gemacht, komponiert etc. Und dann ist Corona gekommen, bin ich wieder Velomech geworden, seitdem habe ich es nicht mehr machen. Aber mittlerweile will ich auch wieder ein bisschen zurück. Aber merke jedes Mal, wenn ich nur das Piano anlange, werde ich
hässig, weil ich merke, irgendwie klappt es nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, gerade bei euch im kreativen Bereich vielleicht die Frage, was macht ihr, wenn ihr einfach mal so eine Kreativitätsflaute habt? Und ich meine, bei euch, wenn Kreativität eine Flaute hat, dann geht es schief, ja. Dann füllt sich das mit Wasser. Was macht ihr in solchen Fällen? Ich lerne tatsächlich. Also es gibt genug Sachen, wo du kannst anschauen kannst, wenn du keine Idee hast, lerne Musiktheorie, schau dir Mixing-Videos an oder was auch immer. Klar, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber bei mir ist das so ein Faktor. Wenn ich nicht kreativ sein kann, dann bin ich nicht kreativ. Und dann akzeptiere ich das einfach. Ich glaube, Kreativität kann man sich wie nicht, das kann man nicht erzwingen. Würde ich widersprechen. Okay, vielleicht gibt es Tool. Ja, okay. Klar, also für mich ist es so. Aber ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile auch so, dass ich habe das Problem irgendwie nicht mehr. Aber damals bin ich eben mich go educated in dem Sinn. Es gibt immer irgendetwas, was man lernen kann. Und vielleicht gibt dir das dann auch wieder Inspiration. Für mich war es so. Ich schaue ein Video, hey, wie mache ich ein geiles Synth-Lied? Und dann habe ich ja eigentlich schon etwas, mit dem ich etwas machen kann. Ich würde auch so Flauten für technische Aufgaben brauchen. Also, was heißt, wenn du Piano spielst, dann übst du halt Tonleiter. Oder dann machst du Buchhaltung für deine Firma oder so etwas. Das auch dann das. Also ich weiß nicht, wie man es erzwingen kann. Ich bin gespannt. Aber ich würde es einfach auf die Seite legen und etwas anderes machen und warten, bis es kommt. Aber sag, wie man es erzwingt. Also rein psychologisch, es gibt eine Sammelphase, es gibt eine Ruhephase und dann kommt der kreative Funke. Also es ist wie so... Und das ist halt das, was du unterbewusst natürlich machst. So, du sammelst wieder, oder? Aber irgendwann... Also das will man auch immer erzwingen, den kreativen Funke. So. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass man unterbewusst schon etwas angenommen hat. So, und das dann plötzlich aus einem raussprudelt. So. Und wenn man in dem Sinn sammelt und nachher eine Ruhephase hat, kommt das viel schneller. Die Ruhephase musst du selber herausfinden, wie lang oder wie schnell die bei dir geht. So. Ich habe das bei mir eigentlich relativ schnell herausgefunden mittlerweile. Aber das ist völlig individuell. Aber sammeln ist etwas, das eh immer mega viel bringt. Das Ding ist halt, wieso, muss aber auch wissen, wenn du voll bist, so, wenn es da voll ist und du noch mehr, dann, also es überläuft, so, das bringt nichts. Also du musst die Ruhephase wieder haben. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Wenn du zwei Wochen, also wenn du kreativ bist, du bist zwei Wochen in der Ferien, du kommst zurück, du sagst so, holy shit, was ist mit mir passiert? Dann das, wow, krass, das sind hure geil und so. Das hat damit zu tun, dass du in die Ruhephase gegangen bist und das unterbewusst einfach können schaffen und sammeln, oder? Und dann geht es weiter, ja. Also was meinst du jetzt genau mit sammeln? Einfach, ich sage jetzt mal, wenn es um Musik geht, Musik hören, irgendwelche Künstler neu entdecken, schauen, hey, wie tönt das Lied, wie könnte das... Zum Beispiel, also ich mache es viel so mit Moodboard-Sachen zum Beispiel. Wenn ich mich auf einen Künstler wie so einlasse, gehe ich in seine Welt zum Beispiel. Das kannst du einerseits visuell, das kannst du Audio kannst du reingehen, so. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Aber tendenziell ist einfach ein Sammeln. Es kann aber auch sein, dass du ein gutes Buch lesest. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Künstler habe, der sehr tiefgründig etc. ist, dann bringen mir Bücher zum Beispiel etwas. Wenn es um Themen geht, die du wieso möchtest, zum Beispiel auflösen oder was auch immer. Also, es geht wirklich einfach um Sammeln, aber das kannst du selber in den Rahmen definieren. Aber du kannst sehr, also du kannst davon ausgehen, dort wo du bist schlussendlich, dort wo du dich unterhaltest und das wo du konsumierst, die Zeit eben, wie gesagt, ist individuell, das wird nachher schlussendlich dann dort wachsen, das wird fruchten so. Und ja, das ist eigentlich, ich glaube, das ist also psychologisch das so erwiesen, das ist, also ich kann das ja. Finde ich mega. Ja. Ja, aber also ich verstehe mega, was du meinst, weil ich habe absolut, ja. Jahrelang gesungen und habe dann aufgehört und mir eigentlich, wie so gesagt, ich würde nie mehr singen. Und seit ich Studium angefangen habe, habe ich mich versucht, zwingen zu überwinden, wieder anfangen zu singen, auch vor einem Mikrofon. Und es hat gar nicht funktioniert. Also jetzt seit dem September. Ich habe es nicht herbekommen. Ich habe jedes Mal so zittert und behässig geworden nachher. Und es ist genau das, was du jetzt erzählt hast. Ich habe jetzt seit dem März das erste Mal mehr als einen Tag frei gehabt. Ich war 6 Tage in der Ferien. Ich male noch und ich bin jetzt 6 Tage einfach malen und mich erholen. Ich bin zurückgekommen, hatte Liederideen gehabt, bin vor einem Mikrofon gestanden, habe angefangen zu singen und es ist einfach gekommen. Und ich hätte es nicht können, einfach so erzwingen. Aber man muss halt wie auch schauen, ich rede jetzt von der künstlerischen, kreativen Seite,
das Mindset auch stimmt und wie du auch lebst. Du kannst nicht einfach Kreativität erzwingen, weil du es einfach willst, sondern du musst wie allem auch Platz geben. Und wenn es nicht geht, musst du diesen Gefühlen auch Platz geben, weil es wird schon wieder gehen. Aber auch aufschreiben, wenn du Ideen hast. Voll. Also genau. jede krasse Handy-Notizen. Songwriter und so, das ist Nathalie voll. Also bei mir ist auch Nathalie voll mit Sachen. Plötzlich 12 Uhr in der Nacht, Moment, Sachen aufschreiben. Das ist, oder unter der Dusche auch ein sehr gutes Beispiel. Sprachaufnahme, genau. Einfach schnell 2-3 Töne. Ja. Genau, also das ist auch mega wichtig, weil der Funke kommt einfach irgendwann so. Oder? Und das Zeug einfach so ein bisschen versuchen zu archivieren. Ja. Und ich finde es auch noch wichtig, eine Balance zu halten, was Selbstkritik angeht. Mhm. Sie soll nicht zerstörend sein, aber sie soll förderlich sein. Das war bei mir mega schlimm gewesen. Ich war so selbstkritisch gewesen, bis ich irgendwann wirklich, ich glaube, das habe ich dir vorher erzählt, dass ich irgendwann gefunden habe, hey, nicht ich entscheide, ob es gut ist. Oder? Sondern der, der es hört, wird sagen, ob er es geil findet. Und das hat mir vor allem geholfen beim Sachen fertig machen. Einfach, weil das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Einfach das Zeug fertig machen. Egal, ob der Track jetzt nicht perfekt ist, einfach fertig machen. Raus. Klar, Qualität liefern, probieren Qualität liefern, aber auch ein gewisses Maß an Quantität. Danke. Gut, danke schön. Ich muss langsam gegen den Schluss kommen. Wir sind langsam mit der Zeit durch. Ich will noch einen letzten Satz von euch allen. Und zwar, wenn ihr jetzt zukünftige Studenten, es müssen ja nicht Studenten sein, sondern einfach Leute, die in diese Branche wollen, die dort anfangen wollen, in einem Satz quasi sagen, was würdet ihr mitgeben, auf was man, was sind für euch wichtige Punkte? Miriam, was würdest du zukünftigen Studierenden mitgeben? Ja, ich finde wichtig, dass, habe ich aber vorher schon gesagt, dass man keine Brücke hinter sich abreißt, dass man, wenn man eine solide Ausbildung schon hat, dass man das nicht wegwirft, dass man das Kreativ eigentlich als Spitze von der Pyramide nimmt und darunter aber schon sein Grundeinkommen aufgebaut hat. Und dann hat man nachher die Freiheit, um sich zu entfalten. Und nicht, dass man noch während dem Song schreiben oder was man auch macht, noch muss denken, wenn jetzt das kein Hit wird, kann ich meine Rechnung nicht zahlen, dann kommt es nicht gut raus. Sultan, was wäre dein Tipp? Hey, so ganz banal, glaube an dich selber, irgendwie, finde ich. Weil das ist da recht wichtig, so allgemein im Leben. Aber ich denke, das ist ein guter Satz. Merci. Nicole? Ja, ich schließe mich da ein bisschen an. Und einfach auch, wenn man es machen will, dann sollte man es machen und dranbleiben, weil man macht es selber für einen. Und dann sollte man auch den Glauben nicht verlieren, weil sonst verheben gar nichts, glaube ich, in dieser Branche. Merci, Hendrik. Für mich ist es mega schwierig, da einen Satz. Also, es sind schon viele gute Sachen gesagt worden. Ich würde wirklich glaube noch mal sagen, geh all in. Also, du musst all in gehen in dieser Branche. Also, du kannst schon noch hinten dran Türen eben offen behalten und so. Das ist bis zu einer gewissen Zeit ja. Das ist gut, aber es ist nur noch Mittel zum Zweck. Mindset-mässig musst du all in gehen. Das muss dein Leben sein. Sonst. Also, es ist auch mega schwierig. Es ist so ein breites Spektrum. Also weißt, aber jetzt für meine Art oder für meine Musik oder die Musik, die ich das Gefühl habe, ich sein möchte, muss ich all in gehen. Ich muss alles dafür geben, zumindest mal ein paar Jahre, dass ich überhaupt etwas erreichen kann dort. Rein mindsetmäßig. Mittel zum Zweck, Sachen offen behalten hinten drauf, voll, bin ich voll dafür. Das habe ich ja so auch gemacht, aber im Kopfmäßig all in. Das ist das, was ich machen will, die nächsten 10 Jahre. Alles andere hat keinen Platz in meinem Leben. Ja, voll. Also wenn du nebenbei arbeitest, wenn du deine Freizeit, geh ins Studio. So. Ja. Wirklich. Aber das hast du automatisch gemacht, weil du geliebt hast, was du gemacht hast. Ja. Dann habe ich wie so gedacht, ja, Abschlusssatz. Lieb, was du, keine Ahnung, lieb, was du machst oder was auch immer. Aber das ist wie so. Ein Wandtattoo. Ja, genau, ein Wandtattoo. Ja. Ja, aber stimmt ja schlussendlich auch. Gang all in. Ja, das ist. Carmen. Zukünftige Studierende von der SAE. Muss nicht die SAE sein, einfach Leute, die sich auf den Weg machen. Okay, ich habe es jetzt bezogen auf die SAE, weil es mir so ein bisschen gegangen ist. Wenn du dich entschieden hast, hierher zu kommen und zu studieren und du möchtest wirklich in die Welt eintauchen, dann musst du wirklich, du wirst zugedeckt werden mit neuen Informationen, mit Lerninhalt und das ist alles so einschnaufen. Und du dir wirklich
mindestens doppelt so einrichten, dass du kannst ausschnaufen kannst und das Ganze umsetzen in deinem Leben, das Geniessen kommt nachher, oder? Also das wirklich können, das selber irgendwie in ein Studio einstehen, selber mikrofonieren, 100 Mikrofone ausprobieren und irgendwie 3 Millionen Kompressor und irgendwie einfach mal wirklich eine Nacht über dem Kompressor schlafen, so quasi. Und einfach alles ausprobieren. Und das braucht enorm viel Zeit und richte dir das ein. Es sind nicht nur die Schultage, wo du da bist, sondern du wirst den grössten Teil selber müssen damit verbringen, auszuschnaufen, das Ganze. Ja, ja. Machen die Nights erst. Sie müssen die aus dem Studio rausrühren, das ist der Vibe. Yeah. Hey, super. Ich danke euch viel, viel mal für eure Erkenntnisse, für eure Inputs. Es war mega spannend. Es hat, glaube ich, sehr viele, sehr interessante Sachen dabei gehabt für jemanden, der zuhört. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt heute, um die Fragen zu beantworten und zu diskutieren. Und würde mit dem das schliessen. Danke vielmals und ciao zusammen und eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg.